Neuer Run, neues Glück. Willkommen zu The Binding of Isaac. Wrath of the Lamb. Und um mal etwas Abwechslung zu bringen, dieses Mal nicht als Isaac. Wird aber irgendwann auch mal Zeit. Nun denn, auf geht's. Erster Gegner. Nichts Schweres, also weiter geht's. Nachdem die beiden hier nicht mehr abhauen. Die betteln schon darum, getötet zu werden, also erfüllen wir ihnen den Gefallen. So, jetzt noch der. Er sprengt sich nicht selbst in die Luft, dann müssen wir das von ihnen übernehmen. Nun. Das Silberherz nehmen wir auch sehr gern mit. Und weiter geht's. Oh, da ist der nächste Goldraum. Naja, ich habe auch seit kurzem mal so, by the way, ein neues Lieblingsitem. Leider ist das noch nicht ganz freigeschaltet. Aber es ist trotzdem das geilste Item, finde ich jedenfalls. Und Piercing Shots. Nun, das könnte, vor allem bei Level Junior, nützlich werden. Okay, den Schlüssel werden wir jetzt mal nicht einsetzen. Ohne Geld kann man im Shop nicht so wirklich was machen. Blutopfern werden wir nicht. Oh, das müssen wir in die Luft sprengen. Okay, strategisch denken. Wir treiben diese Pilzköpfe, diese Tumorköpfe dahin, oben an den Rand. Da sind meistens Bombendroppen. Wir müssen sie aber vorher abschrecken. Also, strategisch gedacht. Aua. So, dann noch etwas weiter. Noch etwas weiter. Schon mal anhitten, damit er weiß, dass wir es ernst meinen. Perfekt. Da sterben. Aber leider keine Bombe gedroppt. Nun ja. Dann geht's mal weiter. Wir können nichts mehr machen. Ab zum Boss. Und der Boss ist dieses Mal Steven. Kein Champion, dann sollte eigentlich alles gehen. Und mit Piercing Shots erwischen wir beide. Verdammt. Wir sollten aber auch versuchen auszuweichen. Das wäre höchstwahrscheinlich etwas besser. Oh fuck, das kleine Kind ist im Rage Mode. Wir haben dich doch noch überhaupt gar nicht so weit getötet. Warum? So, kleines Kind ist weg, jetzt bleibt nur noch Steven an sich und der ist jetzt auch weg. Little Steven! Was heißt, es fliegt jetzt einer hinter uns her, der mit verfolgenden Projektilen schießt. Nun da. Das ist doch schon mal gut. Weiter in die nächste Ebene. Und uns wird die Hose beim Antrag runtergezogen. Tja. Sollte man aufpassen, dass es nicht passiert, würde ich mal sagen. Heiliges Wasser. Immer her damit. Oh, und wie man sieht, unser Begleiter hat sich ein bisschen verändert. Er ist jetzt nur noch Brother Bobby. Und jetzt ist es immer noch Brother Bobby. Wir wurden verarscht. Wir wurden komplett verarscht. Von wegen, Little Steven. Allen Ernstes, sowas ist scheiße. Trotzdem, den Geheimraum haben wir. Den super Geheimraum werden wir wahrscheinlich auch nicht finden. Der ist ja meistens ziemlich random verteilt. Wow, Bomben. Und perfekt getroffen. Déjà-vu. Hatten wir den Raum hier nicht gerade eben erst? Naja, diesmal ist es eine Bombe und ein Schlüssel, die uns gegeben werden. Trotzdem beschiss, dass wir jetzt nur Brother Bobby haben anstatt Steven. Naja, was soll's. Blutopfern machen wir mal besser nicht. Weiter jetzt nach rechts. Und die nächste Station wäre dann der Boss. Schatzraum in der Ebene hier ist fertig. Aber andererseits
Jetzt ist es aber wieder Little Steven, oder was? Sekunde mal, könnte das daran liegen? Ach so, solange wir nicht getroffen sind, bleibt der Little Steven. Sobald wir getroffen werden, wird er wieder. Ach nee, solange wir nicht getroffen werden, bleibt das Brother Bobby. Sobald wir getroffen werden, ist er wieder Little Steven. Sehr interessant, denn hier ist hoffentlich eine Münze drin. Tja. Offenbar nicht. Sehr, sehr schade. Naja, vielleicht finden wir ja noch irgendwo im Bossraum eine Bombe. Der Gegner ist The Blighted Ovium. Oder Ovum. Wie auch immer. Ja, das wird scheiße. Ey, hau ab. Piss dich. Der ist noch nicht mal beschleunigt und wir kommen nicht mehr wieder von weg. Okay. So ein Scheiß-Run. Den kann man nicht einfach so stehen lassen. Samson, den Berserker. Warum Berserker? Ganz einfach. Je mehr er tötet, desto stärker wird er. Ein Schutzschild. Nun, warum nicht? Na dann, los geht's. Wollen wir mal Berserken gehen. Schutzschild. Komm her. Und Schutzschild vorbei. Aber den haben wir noch gelohnt. Aber der hat sich trotzdem gelohnt. Komm schon. Oh. Leider verfehlt. Komm schon, du Fleischklops, nochmal. Hat sich die Fliege gerade weiterentwickelt? Das war doch vorher nur eine normale Fliege. Warum war da jetzt so eine. Naja. Bestimmt nichts Wichtiges. So, maximal Schusskraft für diesen Raum. Sollen wir jetzt unser Silberherz opfern? The Fool. Opfern wir mal das Silberherz. Und gucken wir mal, wie viel Glück wir haben. Gar keins, wie es aussieht. Das Silberherz wurde verschwendet. Zur Hälfte, denn mit The Fool sind wir schon wieder in Sicherheit. Auch wenn es natürlich ein enormer Nachteil ist, dass wir jetzt nur noch ein halbes Silberherz haben. Mit einem Herz lebt es sich nicht so gut. Da kommt mir der Gedanke für eine Kombination. Wieso nicht eigentlich der Cat dabei? Naja. Falls wir Dead Cat finden und mal sehen, wer hier der erste Boss ist. Monstro. Nun, den kann man auch ohne ein einziges Herz. Oh, fuck. Doppelmonstro. Könnte schwerer werden. Also es könnte schon schwerer werden. Camper. Verdammt, wir haben Schaden bekommen. Aber Monstro Schaden zu bekommen ist schon irgendwie blöd. Aber es ist immerhin ein Champion-Boss. Und wir nehmen jetzt mal ein Schutzschild. Wir sind verwundbar. Und Monstro sollte eigentlich auch gleich mal so teilweise ins Gras beißen. Jo, erster Teil ist weg. Und durch unseren Blutdurst haben wir am zweiten Teil noch erhöhten Schaden. Das ist auch der Vorteil von jedem Boss, der noch andere Viecher spawnt. Aber dennoch, diesen Bosskampf haben wir schon mal gewonnen. Und das ist eine Situation, die man nicht erleben will. Also, jetzt geht's aber mal weiter. Hier bräuchten wir Bomben, welche wir nicht haben. Aber so wirklich wert wäre es das auch nicht. Für ein paar Scheißhaufen und eine Münze? Nee. Hier bräuchten wir Bomben, um uns mal richtig zu bewegen, aber geht nicht.
Nun, mit jedem, den wir töten, werden wir stärker. Und es ist schon so, naja, könnte eine Weile dauern, aber es wird ein guter Mann. Oder auch nicht. Wir bräuchten jetzt mal etwas, was das Leben erhöht. Also permanent. So ein heiliges Herz wäre nicht schlecht. Oder generell lebenserhöhendes. Aber auch so ganz gut. Vor allem mit dem Schutzschild. Und wir sollten eventuell so intelligent sein und nicht direkt in die Gegner reinlaufen. So, kaboom. Nummer 1. Und jetzt der Champion. Komm her und droppe. Bomben. Nun denn, dann wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt nicht mehr getroffen werden. Da ist ein Bosskampfraum. Mal gucken, ob wir gleich in den reinkommen. Oh, Maximum Power. Ein Schlüssel. Und der passt direkt hier rein. Und wir haben Polyphemus. Okay, das sind jetzt zwar nur noch Einserschüsse, aber die haben wirklich Power. Probieren wir sie erstmal hier dran aus. Boom, boom, boom. Ja, die haben einen sehr durchschlagenden Erfolg. Ich versuche, bevor ich meinen, also vor dem Bossraum, wäre es eventuell ganz gut, nochmal ein bisschen Heilung zu erzeugen. Also dann, ist hier eventuell so irgendwo ein Herzteil? Habt ihr Leute eins für uns? Ne, nur ein Schlüssel in den Shop und ohne Geld ist der Shop leider nicht nötig. Sekunde, wir haben jetzt zwei Bomben. Wo wir schon mal dabei sind. Jetzt haben wir zwar eine sehr schlechte Feuergeschwindigkeit, aber dafür ziemlich guten Schaden. Den wir auch so durchs Berserken bekommen hätten. Aber dafür haben wir von Anfang an guten Schaden. Nein, nein. Auf geht's! Das war Verschwendung. Schade. The Belt oder sowas wäre besser gewesen. Nur denn, ab in den Bosskampfraum. Mit viel Glück gibt's vielleicht was enorm Gutes. Mit etwas Glück etwas Akzeptables. Und mit Pech gibt's gar nichts. Ah, Monstro. Den kennen wir doch. Wenigstens erzeugt ihr keine Blutspur, auf der wir nicht gehen dürfen. Das ist doch schon gut. Aber wie man sieht, mit Polyphemus geht man ja einfach durch die Bosse durch, wie sonst was. Polyphemus Mark 2. Okay, Larry Jr. Das war Panik und dumm. Larry Jr. down. Und alles, was wir bekommen, ist eine Bombe. Nun denn, wir dürfen uns vom Boss nicht treffen lassen. Aber in den meisten Fällen wäre es eigentlich auch so gewesen. Also eigentlich hat sich nichts geändert. Und das halbe Herz können wir immer noch aufheilen. Nun, hat sich eigentlich nichts geändert an der Situation. Obwohl, doch, eine Sache. Wir haben jetzt leider ja, komm schon, vermein, töte deine eigenen Leute. Und wir werden durch das Berserken immer stärker, während vermein nur auf seinem Pferd herumrast und seine eigenen Leute, die er beschworen hat, wieder killt. Oh fuck. Das wird schön. Im Ausweichen ist man, wie es bekannt ist, nicht so ganz bewandert. Aber es reicht. Und mit dem Cube of Meat als Schutzschild haben wir auch wieder höhere Chancen. Mit einem Geld geht man immer noch nicht in den Shop, also gibt's auf dieser Ebene hier nichts mehr zu suchen. Doch gäbe es den Geheimraum, um genau zu sein. Naja. Dann lassen wir mal den Geheimraum sein und verkacken hier. Stirb! Wow, das war knapp.
Und bei dem Champion hier ist es nicht anders. Aber immerhin, jetzt ist das Schutzschild wieder aufgeladen. Okay. Verdammt. Ja, entschuldigung, wenn ich jetzt etwas ruhiger bin, aber Konzentration ist schon hier nicht so verkehrt. Und für Konzentration darf man nicht so viel reden. Aber wie man sieht, kein Problem. Und mit Zero Fund haben wir wieder etwas mehr Spielraum. Na dann, weiter geht's. Nach unten geht's nicht weiter, außer in den Shop, aber das wird sich noch nicht lohnen. Diese Maschinen hasse ich. Nichts Persönliches, aber die zu sprengen bringt doch manchmal mehr als da Geld zu investieren und das ist sehr blöd. Wir dürfen keinen einzigen Wurm in die Mitte lassen. Ansonsten haben wir schon verloren. Es sei denn, der Cube of Meat schützt uns, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Und diese Viecher sind natürlich auch mies. Von einer Seite unverwundbar. Und da ist natürlich die Seite, die sie immer einem zudrängen. Wäre aber auch einfach, wenn nicht. Aber durch die langsame Feuergeschwindigkeit muss eigentlich jeder Schuss sitzen. Nun denn, 5 Münzen. Das reicht schon mal für was Heruntergesetztes. Envy. Der Neid. Naja, es ist nicht ganz so optimal. Also, es gestaltet sich etwas suboptimal. Wir brauchen hier nämlich eine hohe Feuerquote, also eine hohe Feuergeschwindigkeit oder Gebietsschaden. Oh, verdammt, ein Champion-Teil. Und das war der Champion. Isaac scheint sich aber am Beginn des Bosskampfes immer in die Hose zu bissen, nach dem gelben Fleck vor der Tür. Boom. Kopf 1 down. Und zwar der Kopf des Köpf. So. Das sind jetzt noch 2 Köpfe, die getroffen werden müssen. Kopf Nummer 1 und Kopf Nummer 2. Nun, treffen müsste man auch. Und wir kriegen einzig und allein eine Trollbombe. Na toll. Da hat der Neid ja nichts Gutes hinterlassen. Aber irgendwie seltsam. Isaac scheint sich an jedem Beginn der Runde in die Hose zu pissen. Wenn man mal so auf die Eingänge achtet. Ach so, das könnte natürlich auch daran liegen, dass er so vom echten Leben her, also vom Heilbaren, erstens nur einen Lebenspunkt hat und zweitens selbst den bald verliert. Hoffen wir mal, da ist was Gutes drin. Wow, okay, das wäre jetzt blöd gewesen, wenn wir da verreckt. Naja. Okay, wir haben wirklich keine gute Chance. Wenn einer davon Telepilz ist, nein, Bad Trip. Und Bombs okay. Tja, das war's. Sobald diese Tür hier durchtreten wird, war's das. Es sei denn. Okay, das Book of Shadows hat uns nochmal den Arsch gerettet. Dann wollen wir erstmal ein bisschen Lotto spielen. Weil es das Einzige ist, was wir machen können. Also dann, was ist das? Speed up! Nun, auch mal was Gutes als Pille. Das Herz ist wieder voll geheilt. Ja, aber mit einem Herz ist trotzdem nicht gerade gut. Vor allem in The Warmth. Da brauchen wir schon wirklich viel mehr als nur ein Herz. So, noch eine Runde, bevor ich das Teil in die Luft sprenge. Oh, es schenkt uns sogar eine Bombe dafür. Kaboom! 2 Bomben. Naja, gelohnt hat sich das jetzt nicht wirklich, aber immerhin. Einen Schlüssel behalten wir uns für den Schatzraum. Oh. Verdammt. Tja. In den Tod gelaufen. Das nennt man Blödheit.
Und das war auch schon die zweite Chance. Deswegen. Dieses Mal gibt es keine neue Chance. Und bis zum nächsten Mal zu einem erfolgreicheren Run.